Für die Dinge nicht so alles gut sind. Wahnsinn. Nee, das ist für ein anderes Video. Na, schön euch wiederzusehen, Leute. Lieber was hier rüber, sonst stoße ich noch dagegen. Meine Frau hat, wenn ich Geburtstag habe oder wenn Weihnachten ist, oftmals das Problem, dass sie nicht weiß, was sie mir schenken soll. Und ich bin mir 100% sicher, damit ist sie nicht alleine. Wahrscheinlich guckt sogar jetzt gerade irgendeine Frau zu und weiß nicht, was sie ihrem Mann oder ihrem Freund zum Geburtstag schenken soll. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Du erfährst heute, wo du definitiv fündig wirst, falls du nach echten, urigen, handgemachten Herrenaccessoires suchst. Die kannst du nicht nur deinem Freund oder deinem Mann schenken, nein, auch dein Vater wird sich mit Sicherheit darüber freuen. Vergangenes Wochenende war ich zu Besuch bei Marcel von Real Man Carry und wir haben uns ein bisschen über die Gründung seines Unternehmens unterhalten, darüber, welche Highlight-Hangs ich verpasst habe und welche Produkte uns noch in Zukunft erwarten. Es hat mega Bock gemacht und ich bin Marcel überaus dankbar dafür, dass er sich bereit erklärt hat, mit mir ein Interview zu machen. Wir waren die ganze Zeit im Gesprächsfluss und deshalb ist das Video auch über 30 Minuten lang geworden. So, genug von mir, viel Spaß mit dem Interview. Ich gehe jetzt wieder Babykotze wegwischen. Ach so! Ihr werdet merken, dass aus den banalsten Dingen, wie zum Beispiel Babykotze, eine richtige Erfolgsgeschichte werden kann. Denkt an meine Worte. Denkt an meine Worte. Erfolg aus Babykotze. Wahnsinn. Okay, also, wir sind bei Real Man Carry in den heiligen Hallen. In deiner heiligen Halle. In meiner heiligen Halle, genau. Hier happens the magic, Marcel. Hier passiert alles. Ganz genau. Okay, ja. Geil. Erzähl uns mal was von dir. Von mir? Ja, also Marcel, hi. ja, Real Man Carry ist so ein kleines Nebenbusiness, was ich am Laufen habe. Ja. Die Geschichte dazu hat angefangen eigentlich 2018 mit der Geburt meiner Zwillinge. Okay. Da haben wir relativ schnell festgestellt, dass der Verbrauch an Einweg Tüchern, Feuchttücher, Trockentücher, was auch immer. Du kennst es. Jetzt ja, gerade, ja, ey, es ist Wahnsinn. Ins Unermessliche gestiegen ist. Und dann hatte ich die Idee, beziehungsweise die Idee hat mich dann daran erinnert, dass mein Großvater, mein Opa, damals immer ein Baumwolllappen, ein Baumwolltuch, genau, du hast ja auch eins. So als. So ein ganz traditionelles, wirklich dünnes Baumwolltuch in der Tasche hatte. Ja. Und da wurde sowohl seine Nase mitgeputzt, als auch die Kindergesichter und Finger und alles was gerade anstand. Ja. Genau, und dann habe ich gedacht, okay, das könnte man doch eigentlich wieder zum Leben erwecken, die Idee. Ja. Und habe dann aus einem alten Hemd von meinem Schwiegervater mir mein erstes Hanky zusammengenäht damals und hatte von da an tatsächlich immer ein Taschentuch in der Hosentasche. Okay. So. Und irgendwann Anfang 2020 habe ich dann angefangen, so ein bisschen meine Fühler auszustrecken in der EDC-Szene. Also habe einen Account bei Instagram aufgemacht. Ja. Der hieß damals noch Marcels EDC, wie man halt so anfängt, ganz normal. Ja, und da ist dann irgendwann mal so ein Taschentuch in meinen Fotos aufgetaucht. Und da kamen dann relativ schnell Nachrichten und Kommentare, wo ich das her hätte und wo man das kaufen kann. Ja. Und dann war ich erst so ein bisschen verdutzt und dachte, hey, ist das denn ein Ding? Also benutzen das noch andere als ich? So ist das dann entstanden, genau. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, dann probiere ich das doch einfach mal. Und dann bin ich hier bei uns in Winterberg zu der Jutta von Nadel und Faden. Das ist hier ein lokal ansässiger Stoffladen, ganz klassisch. Also auch wirklich klassische Stoffe, Garne, Wolle, Häkeln. Mhm. So ein ganz, wirklich ein ganz uriger Local. Geil. So, und da bin ich dann hin und habe mich mit ihr unterhalten und habe ihr von der Idee erzählt und die hat mir dann so ein bisschen Tipps gegeben, worauf ich achten muss und so. Und damit bin ich dann nach Hause an die Nähmaschine meiner Frau und saß dann da und dachte, ja, jetzt musst du liefern. Ne? Ja. Ich konnte halt eigentlich wirklich gar nicht nähen. Also ich habe vorher das erste Mal genäht, um mein erstes Taschentuch zu bauen, zu basteln und habe dann auch wirklich mit den Tüchern angefangen, wirklich überhaupt nicht mit dem Thema Nähen zu beschäftigen. Okay. Und dann habe ich mal 10 Stück fertig gemacht, alles noch ohne saubere Nähte und einfach mal ein bisschen gefuckelt. Ne? Die sahen wirklich schlimm aus eigentlich. Ja. Ich wollte gerade fragen, war die Qualität ungefähr so wie heute? Okay. Nein. Okay, alles klar. Also das hat mit den Tüchern, wie ich sie heute rausschicke, nichts mehr zu tun. Genau, also war halt ein bisschen fuckelig und da habe ich dann 10 Stück von gemacht und habe die seinerzeit, glaube ich, für einen Zehner, also ich habe keine Kalkulation und einfach gar nichts, einfach mal machen. Ja. So.
Und habe dann bei Instagram gepostet, so hier, die Tücher sind verfügbar. Und nach 20 Minuten hatte ich 10 Stück verkauft. Krass. Und dann habe ich so gedacht, okay, das ist halt wirklich irgendwie so ein Ding. Ne? Und von da ging die Reise dann eigentlich los. Okay, ja? Geil. Ja, dann habe ich mich richtig reingekniet und habe gesagt, okay, worauf muss ich achten beim Nähen? Was ist eine Ziernaht? Was ist eine normale Naht, um die zu schließen? Wie könnte ich heißen? So Remain Carry gab es da ja noch gar nicht. Ja. Ne? Wie könnte ich heißen? Hab mir dann den Namen ausgedacht, ein Logo gebaut und gemacht und getan und habe dann erstmal angefangen, über Instagram die Sachen weiter zu verkaufen. Okay. Und das lief halt so gut, dass ich dann irgendwann drüber nachgedacht habe, ein Nebengewerbe anzumelden. Ja. Da hat mich der Sven von Messerdepot sehr stark unterstützt, mit dem war ich schon sehr eng im Kontakt. Der hat mit mir quasi die Gewerbeanmeldung komplett gemacht. Ach, ne? Geil. Also habe mit ihm da zusammengesessen, viel telefoniert, der hat mich dann mit allen Details versorgt, die ich brauchte. Und habe dann einen Online-Shop aufgemacht und seitdem verkaufe ich halt Taschentücher weltweit. Boah, das ist krass. Weltweit einfach. Ja, weltweit. Ich habe letztens erst ein Video gesehen, weil du postest ja auch viel auf Englisch. Eigentlich nur auf Englisch. Ausschließlich auf Englisch. Ja. Auch deine Seite ist auf Englisch verfügbar. Komplett. Oder ich glaube, wenn man am Anfang bei Remain Carry auf die Seite geht, ist es erstmal Englisch, du musst es auf Deutsch umstellen. Korrekt. Und das war so, wo ich dachte, ey, krass. Ja. Okay, ist der im Ausland so bekannt? Ja. Und dann habe ich irgendwann ein Video gesehen von einem EDCler, ich weiß gar nicht mehr wer, aus Amerika. Und ich dachte so, wow, oh wow, ja. Okay, krass, der Scheiß passiert wirklich. Ja, genau. Das ist wirklich, dass du einfach, kannst du ungefähr sagen, wie hoch ist der Absatz in oder nach Amerika? Also nicht 75%. Nein. 75% meiner Tücher gehen in die Staaten, ja. Krass. Ja, ja. Glaubst du, dass es auch mit dem Namen zu tun hat? Mit Remain Carry? Ja. Das ist eine absolut berechtigte Frage. Ich weiß es gar nicht genau, weil am Anfang war ich eher skeptisch mit dem Namen. Weil der Name soll jetzt nicht für das, was er eigentlich aussagt. Also Remain Carry bedeutet jetzt nicht, dass ich ein super harter Kerl bin, der super große Messer mit hat und keine Ahnung was, sondern darum geht es überhaupt nicht. Sondern vielmehr um Väter, junge, erwachsene, gestandene Männer einfach, ne? Die einfach ihr normales Ding durchziehen und dafür soll dieser Brand stehen. Genau, aber das ist auch das, als ich den Namen das erste Mal gesehen habe bei Insta, ich weiß nicht mehr genau, war das auch genau das, was ich im Kopf hatte, als ich das gelesen habe, Remain Carry. Ja. So, und dann auf deine Seite gegangen bin oder auf deinen Insta-Account, ich weiß nicht mehr genau, und dann den Aufbau gesehen habe von deinen Produkten, die Bilder, wie die gemacht werden und sowas, alles, weißt du, das hat alles richtig schön aussieht. Und genau das war auch der Gedanke, den ich hatte für das Klientel, was du ansprichst oder so, weißt du, nicht den harten Biker oder was auch immer so, weißt du, sondern einfach diesen urigen Mann. Ja, ganz normaler Typ, der halt so sein Ding durchzieht. Und ich glaube, der Name Remain Carry ergänzt das einfach nochmal und sorgt vielleicht dafür, dass einfach in Amerika auch der Absatz also höher ist als hier in Deutschland. Das ist krass, das zum einen, hätte ich nicht gedacht. Ja, und zum anderen ist es so, dass das Tuch selber, also das Henk selber in Amerika noch viel, viel bekannter ist wie in Deutschland. Das kommt jetzt gerade erst wieder hier an. Okay. Und auch das Henk, wie es ja jetzt heutzutage primär gefertigt wird, mit Ziernähten, super hochwertigen Stoffen, Mikrofaserrückseite und so weiter. Es ist ja nicht mehr das Traditionstuch, wie man es kennt, wie du es in der Tasche hast, wie man Opa es in der Tasche hatte, sondern es kommen ja sehr viele moderne Komponenten mittlerweile damit rein. Ja. Und dieses Konzept ist in Amerika, glaube ich, schon länger da und auch in Benutzung, als das in Deutschland ist. Und hier geht das jetzt gerade los. Also der deutsche Absatz ist auch gerade wirklich am Steigen, deutlich am Steigen. Das kommt natürlich durch solche Videos, die wir jetzt hier gerade machen, ne? Dass ich halt Publikum bekomme, die sich die Sachen angucken und das hinterfragen und sagen, okay, vielleicht ist das was für mich. Ja. Und es dann probieren und merken, okay, das ist eigentlich ganz geil, so ein Ding in der Tasche zu haben. Ne? Also ich finde, gerade als Brillenträger ist es halt einfach unglaublich praktisch. Ja. Ich meine, ich bin kein Brillenträger, außer im Sommer. Ja. Aber weißt du, du weißt halt, wovon ich spreche. Ja. Mit der Mikrofaserrückseite ist saugeil. Und ansonsten, okay, ich habe zum Beispiel Hemmungen, jetzt, wenn meine Tochter wieder mal gespuckt hat, mit einem deiner Tücher das wegzuwischen. Ja, deshalb das Baumwolltaschentuch, weißt du? Ja, klar. Das würde ich niemals mit einem von deinen machen. Aber deine Hanks oder generell so schöne Hanks eignen sich halt für uns als EDCler ja mega auf Fotos. Ja, klar. So, weißt du? Ja. So, dafür ist einfach
ultra schön. Ja. Da ein Lederportemonnaie drauflegen oder so. Oh, ja, ja. Das ist so. Ja, das Fotoding ist halt auch ein Riesenthema. Also es gibt halt wirklich viele Leute, die kaufen genau aus diesem Grund. Ja. Was ich auch super finde, ne? Weil das spricht ja dann auch für die Qualität. Ja. Ne? Wenn jemand sagt, okay, ich kaufe bei ihm ein Produkt und möchte das gerne in meine Fotos einbauen, dann ist das ja für mich Bauchpinseln. Ja, voll. Ne? Weil das ist ja geil. Aber natürlich ist es so, dass die Tücher, die ich rausschicke, von der Machart her absolute User sind. Also ich kann die Dinger wirklich benutzen. Natürlich kommen dann Flecken rein, die bekommen irgendwie Patina, das Bügeln, die sehen halt irgendwann geused aus. Aber ich kann sie benutzen und dafür sind sie auch gebaut. Ja. Also es ist oder gefertigt. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendeinen super hochwertigen Stoff nehme und eine super tolle Ziernaht, das Ganze aber gar nicht richtig gut aufeinander hält oder die Stoffe miteinander keinen Sinn machen, sondern es ist wirklich ein komplett rundes Konzept, was das zu einem User macht, das Produkt. Da muss man nur den inneren Schweinehund überwinden, ne? Klar, ja, das ist so, weil die sind halt auch nicht ganz günstig. Das ist so. Also wenn ich jetzt bei Amazon für 5 € mir 3 Baumwolltücher kaufe, da habe ich nicht so Bauchschmerzen, die zu benutzen. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, jetzt bin ich auch an der Quelle, klar. Aber wenn ich jetzt unterwegs bin und gucke bei meinem Auto nach dem Ölstand, dann ziehe ich auch den Ölstreifen durch das Tuch durch. Oh, krass. So, könnte ich mir nie vorstellen. Ja, ja, aber ich benutze die Dinger halt wirklich einfach. Ja, und das war die Geschichte des Tuches. Und seit Ende letzten Jahres bin ich hingegangen, weil ich von der Produktion her, weil man sieht es ja hier, das sind meine 4 Wände, das sind jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 3,5 Quadratmeter, auf denen ich sitze, wo ich alles mache. Ja. Ich möchte oder wollte gerne aber den Shop ein bisschen größer aufbauen. Und die einzigste Möglichkeit, die ich hatte, weil ich in der Eigenproduktion gedeckelt bin, ich gehe ganz normal 5 Tage die Woche noch arbeiten. Das heißt, ich mache das nicht hauptberuflich. Und ich habe halt eine Produktionsmenge, die ich an einem Tag fertigen kann. Und dann ist der Deckel drauf. Okay. Mehr kann ich nicht tun. Es ist aber Nachfrage da im Shop. Also ich sehe die Nutzerzahlen und wollte dann halt einfach Produkte anbieten, die in die Szene EDC und Herrenaccessoires, um es zu verallgemeinern, einfach anzubieten und habe dann mich entschieden dazu, Fremdprodukt mit reinzunehmen. Okay. Sowohl exklusiv, die für mich gemacht werden, als auch wirklich Produkte, von denen ich selber einfach überzeugt bin. Okay. So, und dann ging es halt los mit Pirate Goods, jetzt kommt Ondura demnächst dazu mit Portemonnaies. Dann kam mein erstes Messer, was ich auch mit Sven zusammen gemacht habe. Also es ist sein Design, und es wurde ein Exclusive davon für mich gefertigt in Messing. Ja. Dann arbeite ich mit dem Flo zusammen für das Classic SD. Also wenn ich jetzt wirklich in diese Nische reinrutsche oder schon tief drinne bin und ich möchte ein geiles Produkt kaufen, glaube ich, kann ich das mittlerweile bei mir im Shop abbilden. Und damit bin ich jetzt wirklich noch am Start. Also es wird noch viel, viel mehr passieren. Es ist ganz viel in der Mache. Es gibt etliche Prototypen. Ja. Ich bin mit vielen geilen Leuten am Sprechen, was wir zusammen machen können. Und ich glaube, dieses Jahr wird schon sehr, sehr viel noch passieren. Ja. Boah, ey, ich bin gespannt. Ich freue mich richtig auf 2024. Jetzt. Ich mich auch. Jetzt wirklich noch mehr. Geil. Dein erstes Hank. Mein erstes Hank. Das hängt hier an der Wand. Das hängt hier? Ja, ganz genau. Das sind wirklich noch ganz andere Nähte, ne? Ja, aber das ist jetzt das, was du genäht hast für deine Töchter? Für meine Söhne. Also für deine Söhne. Für deine Söhne damals. Genau. Okay. Ja. Und das habe ich auch wirklich komplett. Also man sieht auch, das hat auch ordentlich Patina. Und das habe ich mir einfach nur aufgehängt. Oh, für mich selber, so ein Psyche-Ding. Ne? Man guckt halt drauf und weiß, okay, von wo komme ich und womit habe ich angefangen und wo stehe ich jetzt? Ja. Und das ist so ein kleiner Reminder dafür. Genau. Finde ich gut. Ja. Finde ich richtig geil. Und da sieht man halt, ne, das ist krumm und schief und keine Ahnung, da, die Nähte waren noch eine Katastrophe. Ja, aber das war halt noch genäht, um gebraucht zu werden. Ja, absolut. Also, weißt du, deswegen ist es ja so, da hast du dir wahrscheinlich keine Mühe gegeben, großartig. Hauptsache, es hält zusammen. Da war gar keine Intention dahinter. Genau, und ich kann irgendwas wegwischen. Genau. Mega gut. Mhm. Aber ich habe auch in einem Podcast gehört, bei Tims Sprachnachrichten, dass du ein Archiv hast. Ja, sowas in der Art. Und das will ich sehen, weil ich verfolge dich ja erst seit letztes Jahr irgendwann. Okay. Also Mitte 23 oder so vielleicht. Okay. Irgendwie so um diesen Zeitpunkt rum. Erst seitdem weiß ich von dir oder verfolge dich oder vielleicht auch Frühling. Und deshalb will ich jetzt wissen, was habe ich alles verpasst? Ja. Was habe ich mal alles entgehen lassen? Okay. Wo ist dein Archiv? Das Henk-Archiv. Ja, das ist aber ganz schön groß. Wenn man so möchte. Ja, es sind halt, wie gesagt, es sind wirklich
viele. Aber ich muss jetzt, muss jetzt wirklich dazu sagen, das Archiv ist so entstanden, dass ich am Anfang wirklich von jedem Tuch eins behalten habe, einfach damit ich halt wie so ein Archiv habe. Ja, ja. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass über die letzten Jahre immer mal wieder Leute mich angeschrieben haben, die irgendwie ein Tuch verloren haben oder sowas. Oh nein. Und dann bin ich tatsächlich auch an mein Archiv gegangen und habe den Leuten benutzte Tücher von mir tatsächlich geschickt, weil die unbedingt dieses Pattern haben wollten. Hast du mal gezählt, wie viele da jetzt drin sind? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Also ich kann das jetzt einfach mal hier auskippen. Alter! Also ja, es sind halt... Es sind noch ein paar. Sind halt echt ein paar, ne? Das hier sieht aus wie so ein älteres. Das ist ein Prototyp. Aber da hast du noch eine andere Naht. Ne? Genau. Und hier unten habe ich dann auch wieder versucht, mit Leder ein bisschen was zu machen, mit so einem Lanyard und so. Finde ich geil. Ja, ist eigentlich ganz cool, aber ist dann fürs Waschen irgendwie nicht so cool. Das Leder trocknet schnell aus und so. Ja. Also es hat dann nicht für die Produktion gereicht. Okay. Das sind tatsächlich so, ja, also wie gesagt, die sind in Form und Größe sind die alle unterschiedlich. Von meiner Naht durchgejagt. Ja, genau. Quer durch. Ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert und hier sieht man auch, dass ich die Kanten noch gar nicht richtig versäumt habe und so. Also es ist wirklich aufeinander gefaltet und ganz dirty drüber gehämmert. Ja, genau. Ja, und hier haben wir dann so ganz alte Dinger, also das ist wirklich auch vom Stoff her zu viel des Guten. Ne? Das habe ich auch verkauft, auch gut verkauft. Okay. Aber das ist halt schon so ein richtig, richtig dicker Lappen. Ne? Also das war am Anfang wirklich ein Struggle zu gucken, worauf muss ich bei einem Stoff denn achten, dass er wirklich auch nutzbar wird. Ist aber halt ja auch so eine Produktentwicklung, einfach die man durchläuft. Absolut, ne? Also durch ganz genau. Und das auch immer zusammen mit den Kunden, ne? Und mit der Community. Ne? Also war halt immer, ich habe die rausgeschickt, habe dann Feedback bekommen, was ist geil, was ist nicht so geil. Ja. Und habe daraus dann die Linie, wie sie heute gibt, dann auch lange entwickelt. Ne? Geil. Und das war 2020, hast du damit angefangen? Ne? Oder März 2020 kam das erste Henk raus. Krass. Genau. Ja. Welches war das? Welches war das erste? Ich glaube, dass ich das noch habe. Das ist es. Das war das allererste. Boah, das sieht aber noch richtig, richtig unbenutzt aus. Also richtig frisch, neu, das glänzt noch. Ja, genau. Also da haben wir auch noch gedruckte Labels. Also das, das ist halt komplett Polyester und gedruckt. Da bin ich dann auch irgendwann von weg, weil ich halt einfach die bestmögliche Qualität habe. Mittlerweile sind es gewebte Label. Ah, geil. Aber dass du da schon die Idee hast mit zwei verschiedenen Stoffen, ne? Weil also das ist ja Flanell oder was? Ganz genau. Und das hier ist dann das die ist Baumwolle. Einfach eine 100% Baumwolle, genau. Damit hat es angefangen. Damit hat quasi alles angefangen. Ohne Spaß, wer das hat, wer das damals bestellt hat, ne? Schreibt mal in die Kommentare, Alter. Das interessiert mich wirklich. Ja. Geil. Finde ich gut. Okay. Genau. Ja, und dann geht's. Dann so über die Jahre einfach mal deine Highlights. Das war eins der ersten Exclusives. Ja. Ich hatte damals ja noch die Classic Line und die Exclusive Line. Ja. Microfiber Line ist dann noch dazugekommen. Ja. Und jetzt habe ich mich davon ja wieder wegentwickelt, weil einfach Feedback da war, dass ich viele Stoffe habe mit einer Baumwollrückseite, wo der Endverbraucher mich angeschrieben hat und gesagt hat, hey, pass auf, wenn da jetzt Mikrofaser hinten drauf wäre, dann wäre das genau mein Tuch. Und das ist immer wieder aufgetaucht, dass ich die Classic Line rausgebracht habe, wo dann Leute gesagt haben, ich hätte das gerne mit Mikrofaserrückseite. Mhm. Und auf der anderen Seite Leute mit Mikrofaser, die gesagt haben, ich hätte gerne die Baumwollrückseite. Aha. Und dann habe ich jetzt Ende letzten Jahres dann entschieden, okay, ich stelle das Ganze Anfang diesen Jahres. Ich stelle das Ganze um und am Ende des Tages gehe ich jetzt in den Shop, suche mir meine Vorderseite aus und kann dann selber entscheiden, ob ich Mikrofaser oder Baumwollrückseite haben möchte. Okay. Um einfach jeden Kunden abzuholen. Ja, genau. Und das läuft auch wirklich gut. Es ist natürlich von der Fortproduktion her für mich jetzt der übelste Hassel, weil es kommt halt eine Bestellung rein. Du hast fünf Tücher vorproduziert mit Mikrofaser und dann kommt einer rein und der möchte jetzt auf einmal Baumwolle. So, dann musst du halt ein Tuch speziell fertigen. Ärgerlich. Und das ist vom Aufwand her halt einfach krass. Ja. Ne? Also am meisten Produktivität habe ich, wenn ich 20 Tücher identisch habe und die dann einfach abarbeite. Und dann lege ich mir die auf die Seite und habe erstmal einen Bestand, den ich rausschicken kann. Mhm. Und wenn ein Tuch bestellt wird, wovon ich keinen Bestand mehr habe, mache ich immer direkt 20 Stück. Ach krass. So, dann habe ich die liegen und dann kann ich die rausschicken. Okay. Genau, weil jedes Mal, wenn eine Bestellung reinkommt, du musst jedes Mal das Garn wechseln. Du musst jedes Mal den Stoff wechseln. Du musst alles aufeinander bügeln und so weiter. Der Aufwand ist für einen Henk absurd hoch. Ja. Für 20 Henks brauche ich vielleicht eine halbe Stunde länger wie für eins. Also das ist wirklich krass, ne? Weil du dann wirklich krass, so ein bisschen akkordmäßig da durchmarschierst. Ja, ne? Und das hat sich halt einfach bewährt. Okay, ne? Geil. Ja, ich könnte die jetzt hier, wie gesagt, alle zeigen. Das hier ist auch so ein... Alle. Ich könnte ein sehr spezielles zeigen, das fällt mir gerade ein, und zwar das hier.
das war so das erste Mal, dass ich ein Kooperationsprodukt rausgebracht habe. Okay. Dieses Tuch, dazu gibt es ein Bifold-Wallet, wo das Innenfutter von dem Lederportemonnaie aus dem gleichen Stoff ist wie das Taschentuch. Nee, ja, hab ich? Klar. Okay, das war so ein richtig, richtig geiles Ding. Also da habe ich mit Broads Leather damals aus Großbritannien zusammengearbeitet. Dem habe ich die Stoffe zugeschickt. Okay. Und der hat die Portemonnaies dazu gemacht und ich habe die Hengst dazu genäht. Und das war dann das erste Exclusive, wo auch ein Produkt wirklich dabei war. Wann war das? Ne? 21. Okay. Das war deine erste Kooperation? Das war meine erste große Kooperation. Aber schon genau. Krass nach einem Jahr. Ja. Ist schon richtig cool. Also es sind viele Kooperationen daraus. Und da hast du dann auch das neue Ding schon. Das, ne? Ist dann nicht schon gewebt, genau. Ja, schon das Gewebte. Ja, genau. Mega gut. Ja, und dann habe ich hier tatsächlich auch noch so ein paar andere Sachen, ne? Weil ich benutze die Dinger ja selber. Hier habe ich zum Beispiel ein paar von Liu. Ja, habe, ne? Ich auch als Hause. Die verkauft über Werktrieb mit. Ja. Auch ein ganz, ganz liebes. Ja, auch zu Hause. Bei ihr finde ich richtig geil, dass sie hier diese Schlaufe aus Leder hat. Ja, es ist. Das finde ich richtig sexy. Ja, die macht auch richtig schöne Hankies. Ja. Und da habe ich auch ein paar von. Ja. Die hat der Flo mir dann immer mal wieder mitgeschickt. Ja. Dann habe ich Firefly, habe ich zwei Stück von. Auch mega. Firefly sagt dir nichts. Musst du auch mal auschecken. Okay. Der hatte hier auch mit Harris Tweed. Also auch richtig hochwertig verarbeitet. Der sitzt auch in Großbritannien, meine ich. Okay. Firefly Hanks. Schön. Ja. Also auf jeden Fall kann man da auch mal reingucken. Die sind auch von der vom Format her noch oldschool, sage ich mal. Also sehr klassisch. Also ein Rechteck, kein Viereck. Ich habe hab ja von Anfang an mit einem Viereck gearbeitet. Genau. Firefly, das hier sind so ein paar Shop-Racks. Dann habe ich natürlich auch Mighty Hanks, weil... Ne? Ja, eins ja, muss man haben. Man. Ja, genau, das ist halt so. Muss ich wohl noch kaufen. Ja, genau. Mighty Hanks. Und dann natürlich, die liegt ganz unten, weil die sind relativ neu. Kimagi. Ja, habe ich auch. Kim habe ich nicht. Wollte ich noch holen. Ja. Kimagi habe ich nicht. Ich habe, als ich die Folge von Tim Sprachnachrichten gehört habe. Grüße gehen raus. Ja. Über, von dir, glaube ich. Ja. Oder über Hanks, genau. Ich weiß es nicht mehr genau. Habe ich Hanks bestellt, weil ich dachte, okay, komm, dann brauchst du jetzt doch welche. Ja, ja. So, und dann habe ich das hier bestellt von dir. Ja. Genau das. Dann von Liu und von Infinite. Infinite Design, ja. Und nachdem die Bestellung weg war, ich glaube, ein oder zwei Tage später, da war halt alles schon raus, komme ich dann auf Kimagi. Mhm. Und ich denke so, hast du aber so viel Geld für Hanks ausgegeben, jetzt musst du warten, so, weißt du? Ja. Und dann hat Kimagi nochmal welche rausgebracht, aber ich habe seitdem einfach das lohnt sich auf jeden leider Fall. Keins mehr geholt. Aber die hat so schöne Designs. Ja. Und ich finde auch hier dieses, sag schnell, diese Schlaufe, dass die nochmal so absteht, finde ich auch richtig sexy gemacht. Ne? Ja, ja, die sind auch von der Qualität wirklich top-notch. Ja. Also das ist, da sieht man, dass sie schon jahrelang professionell näht. Ja, das waren die anderen. Genau, und dann ansonsten ist halt wirklich Archiv. Ne? Hier haben wir so Prototypen, da habe ich mal gemacht, fand ich dann aber zu krass alles. Dann habe ich ein paar Tücher dabei, wo ich dann, wenn man dann abends mal dran sitzt, dann nimmt man aus Versehen einen falschen Stoff oder ein falsches Garn und die schmeiße ich dann natürlich nicht weg, sondern die benutze ich dann halt für mich selber. Ne? Ja. Genau, ja, und ich weiß nicht, wie viele Tücher es insgesamt waren, die ich jetzt schon rausgehauen habe, keine Ahnung. Ja. Ich könnte nicht mal eine ungefähre Hausnummer sagen. Heftig. So 70 Stück vielleicht. Aber da sind richtig schöne Dinger dabei. Also ja, danke schön. Da ist mir gut was flöten gegangen. Ja. Hast du jetzt in den Jahren, wo du Hanks machst, irgendeinen Lieblingsstoff für dich rausgefunden? Ja, habe ich. Welcher? Zwar ist das das Shetland Tweed. Der ist jetzt, das war jetzt die letzte Serie, die ich rausgebracht habe. Das war nicht so lange her. Ganz ne? Genau. Für die Heritage Post habe ich die ersten beiden Stoffe davon rausgebracht. Und habe dann mit dem Hersteller gesprochen, weil ich den Stoff so unfassbar gut finde. Ja. Und habe da jetzt auch die Möglichkeit, den dauerhaft zu beziehen. Das heißt, das mit dem, die Farben mit der Shetland-Wolle ist der erste dauerhafte Stoff, den ich bei mir in Remain Carry haben werde. Ach, das heißt, der wird dauerhaft verfügbar sein. Okay, geil. In allen Farben. Also es sind jetzt die zwei Farben, die ich vorher benutzt habe. Das ist einmal das Karierte. Das war so ein bisschen weihnachtsmäßig. Supergeil. Ja, voll geil. Fand ich ganz geil. Und das Gelb-Petrolfarbene, das war eine Exklusive. Das heißt, die waren saisonal. Und die Stoffe, die ich jetzt rausgebracht habe, die werden dauerhaft. Das waren die fünf oder sechs, sechs Stück. Sechs Stück, genau. Rot, lila, blau, grau, gelb und orange. Ja. Weil die sahen auch richtig sexy aus. Ja, die sind auch richtig geil. Marcel, dann sag doch nochmal zum Abschluss eben, wo oder was erwartet uns
dann in Zukunft. Also du hast von der Zusammenarbeit gesprochen mit dem... Ondura Lehns. Genau, ja. Mit dem. Und Exclusive Line, was kommt da noch irgendwie, ja, so in der Zukunft? Ja, also in der nahen Zukunft bin ich jetzt erstmal sehr, sehr gespannt drauf. Habe ich zwei Messerläden. Einmal das Schneidwerk Harz, ja, das ist mit Sicherheit ein Begriff. Auf jeden Fall. Und dann auch Messerteam Kalb. Die okay. haben auch einen Laden in Lüneburg, glaube ich. Okay. Genau, und die sind auf mich zugekommen und wollten ein Exclusive-Hank für ihre Shops haben. Ach, geil. Genau, und da bin ich gerade dabei, zwei Tücher zu produzieren, ja, die dann zu denen geschickt werden, wo dann auch ein Partnerlabel mit drauf ist, so wie ich das mit Sven in der Vergangenheit auch schon gemacht habe. Und da freue ich mich jetzt natürlich extrem drauf, dass jetzt die ersten Leute wirklich anfragen, auch im B2B-Bereich, ja, ein bisschen was zu machen. Da freue ich mich extrem drauf. Da könnt ihr gespannt sein, die Stoffe werden auf jeden Fall der Knaller, die Tücher werden der Knaller. Das heißt, die Designs stehen schon fest für dich? Es ist schon alles in der Mache, genau. Ach, krass. Also ich bin quasi in Produktion seit letzter Woche. Okay. Und werde jetzt noch ungefähr 1,5 bis 2 Wochen brauchen, bis ich, ja, die Tücher alle fertig habe. Und dann werden wir noch ein bisschen Feintuning an der Verpackung machen. Da soll dann natürlich auch das Partnerlogo drauf und, ja, all so ein Kram. Ja, und dann gehen die auf die Reise und dann wird es, wie gesagt, in Kürze Tücher von Exklusivpartnern geben. Okay, aber gibt es die dann nur bei denen im Shop? Ganz genau. Also das heißt bei dir gar nicht? Bei mir gibt es die nicht. Die sind dann Shop-Exclusive. Ah, oh, okay. Ja. Auch Online-Shop? Ja, online wie auch offline. Okay, sind die Tücher dann immer verfügbar oder ist nur eine begrenzte Stückzahl, also limitiert? Ich denke, es wird in Chargen gehen. Also, okay, jetzt wird die erste Auflage wird kommen, das sind pro Shop 25 Tücher. Ja. Dann gucken wir, wohin sich das entwickelt und dann wird es entweder neue Exclusive Designs geben oder ich order den Stoff einfach nach. Okay. Ja. Dann arbeite ich an einem Produkt, wo ich den Messermacher nicht nennen darf oder noch nicht nennen darf. Okay. Wo ich an Pouches, Messerpouches arbeite. Das heißt, wenn ich bei dem ein Messer kaufe, wird das in der Remain Carry Verpackung sein. Okay. Eine Stoffverpackung, der Pouch. Da freue ich mich auch extrem drauf. Ja. Und dann kommen natürlich noch viele neue Produkte wie Portemonnaies und so ein Kram. Mitte, Ende des Jahres kommt dann eventuell sogar noch eine Exclusive Line. Ich glaube, ich kann es sagen. Ja. Ja, es wird wahrscheinlich eine Exclusive Reihe von dem BRB Fixed geben. Mit Blaurock Blades. It was at this moment that he knew. He fucked up. Da haben wir jetzt schon mal drüber gesprochen. Die Feinheiten werden wir auf der Con besprechen. Und dann gucken wir, wie das mit Datum aussieht, weil der natürlich maximal ausgelastet ist. Mhm. Aber das ist so ein Riesending, wo ich mich halt auch total drauf freue. Jemanden, der auch so in der Nähe quasi, ja, von mir wohnt, da wirklich was zusammen zu starten. Ja. Genau. Das sind so die Sachen, die jetzt dieses Jahr noch kommen. Wow. Und viel weiter will ich nicht gehen. Also, ja. Ich fange schon mal an zu sparen auf jeden, ja, Fall. Zum Abschluss habe ich jetzt noch zwei Fragen an dich. Erstens, hast du, was Hanks angeht, die du selber hergestellt hast, eine Safe Queen? Wo du sagst, okay, das ist so schön, damit wische ich keinen Ölstab ab zum Beispiel oder, okay, sowas. Ja. Gibt es sowas bei dir? Nein. Gar nicht? Nein, null. Ach, ich habe insgesamt keine Safe Queens. Ich habe auch kein Messer irgendwo in der Vitrine stehen oder so. Also alles, was ich produziere und was ich kaufe, wird auch in dem Einsatzgebiet intensiv genutzt. Okay. Also es gibt bei mir keine Safe Queens. Ach, krass. Okay. Gab es noch nie, wird es auch nicht geben. Geil, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, genau. Sozusagen, ganz genau. Geil. Ja, vielleicht, wenn ich mal ein Tuch aus Blattgold mache oder so. Aber... Aber ist nicht geplant. Ja. Okay, ja, geil. Hatten wir schon darüber gesprochen, ob du einen Lieblingshank hast? Ein Lieblingshank? Ja, eins von dir selber designt, so dein Lieblingsdesign. Ja, also erstmal die Shetland wollen alle. Ja. Aber es ist relativ einfach bei mir, wechselt das Lieblingsprodukt immer relativ schnell. Es ist eigentlich immer das neueste Produkt, was ich rausbringe, ist, okay, immer das geilste. Ja, relativ, okay, simpel, ja, aber ich bin halt immer, ich freue mich immer extrem darüber. Ne? Also man fährt halt in den Stoffladen oder hat halt seine Händler, mit denen man dann schreibt und sagt, was man vorhat und dann bekommt man die Stoffe als Muster, ja, und dann sagt man, okay, damit probiere ich das und dann sucht man das Garn raus und das passende Label und so weiter und wenn dann das alles fertig ist das erste Mal, ja, und man das fertige Produkt in der Hand hat, ist das immer mein Lieblingsprodukt, ja, automatisch. Mein letztes Video ist auch immer das Beste, was ich je gemacht habe. So, ja. Aber mein letztes Video ist wirklich das Beste, was ich je gemacht habe. Ja. Nee, kenne ich, ja, kenne, ja, ich. Genau. Letzte Frage. Okay.
wo wünschst du dir mal einen Hank oder ein anderes Produkt von dir zu sehen? Zum Beispiel jetzt, wenn du sehen würdest bei Insta, Taylor Martin hat gerade ein Foto gepostet mit deinem Hank als Untergrund, beispielsweise. Wo würdest du dir wünschen oder mal erträumen, einen Hank von dir zu sehen? Boah, das ist schwierig. Also es gibt halt so den ein oder anderen Moment schon, wo man sich halt extrem freut. Zum Beispiel haben wir einen Laden hier bei uns in Winterberg, Outdoor 842. Okay. Das ist vom Lukas, müsstest du eigentlich auch kennen. Aus der GDC, ist auch egal. Vielleicht mal gelesen, ja. Ja, der hat einen Outdoor-Laden hier in Winterberg und der hatte mich irgendwann mal angerufen und gefragt, ob er meine Tücher bei sich im Shop oder in seinem lokalen Laden mit anbieten kann. Habe ich natürlich ja gesagt. Und das sind so Momente, wo ich sage, ich laufe jetzt bei mir in meiner Heimatstadt durch die Einkaufsstraße und laufe an einem Schaufenster vorbei, wo meine Tücher drinnen liegen. Voll geil. So, das ist so ein Moment gewesen bis jetzt, wo ich sage, das ist ein Gefühl, was mir sehr, sehr viel Motivation einfach gibt. Ne? Ja, und das wäre, glaube ich, so ein Fall, wo ich sagen würde, in irgendwelchen coolen Läden, bei irgendwelchen Partnern. Ja. Also ich freue mich riesig darüber, die Taschentücher jetzt mit einem Partnerlogo rauszuschicken und dann einfach zu sehen, dass die Dinger dann auch erfolgreich an den Kunden bringen können. Ja. Ne? Und das ist so, wo ich mich sehe. Natürlich ist das cool, wenn irgendjemand bekannt ist oder sowas, ein Tuch von mir zeigt. Ja. Aber ich bin halt nicht so der Fanboy, sage ich jetzt mal, dass ich jetzt irgendeine Person nennen könnte, wo ich sagen, wenn der eins von meinen Tüchern hat, habe ich gewonnen. Okay. Nein, so, kein Fanboy. So ist es nicht. ich bin das, schon gesehen. Ja, nein, aber ich weiß, was du meinst. Ja, das ist halt auch Support. Ich finde das, was Taylor macht, unfassbar geil. Ich hatte leider Gottes noch nie wirklich Kontakt mit ihm. Ja. Aber natürlich, wenn er ein Video über Hankies macht und da sind meine dabei, bin ich stolz wie Oscar. Also alles andere wäre gelogen. Ja. Aber sowas gibt mir die maximale Motivation, dass ich wirklich Partner habe und Kunden habe, die mir sagen, ich mag dein Produkt. Ja. Ne, auch einfach so normale WhatsApp-Nachrichten oder Instagram-Nachrichten, wo dann kommt, hey, heute ist dein Tuch eingekommen, vielen Dank für deine persönliche Nachricht und das Produkt ist einfach gut. Ja. So. Und dann gehen bei mir Gefühle los und das treibt mich an, das genauso weiterzumachen. Geil, freut mich. Ja. Schön. Marcel, ey, vielen lieben Dank, dass ich hier hinkommen durfte, dass du dich bereit erklärt hast, überhaupt dieses Video zu machen. Weil total mich kennt gerne. Man überhaupt nicht, aber in Vorbereitung auf die GDC für diese Videoreihe, mega geil. Ja. Vielen lieben Dank. Ey, ich hab's zu danken. Hat Spaß gemacht. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn ihr bis hierhin gekommen seid. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Da sind wir zu Besuch bei Blaurock Blades. Oh yeah. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut.